Endlich angekommen, Alpaca Beach in Alling. Michi lässt sich auch schon gut gehen. Wir haben es jetzt, wie viel Uhr haben wir? 2:30, oder? 2:30. 2:30 rum. Die ersten werden jetzt dann bald eintrudeln. 40. Die Vorbereitungen sind eigentlich so gut wie abgeschlossen. Und ja, Anmeldung wie jedes Jahr hier vorne. 5 Euro Kostenbeitrag. Über 180 Leute sind auf der Liste. Hier wird das Ganze dann gemacht mit schönen Smoking Shisha Bändchen. Saskia auch am Start. Hier haben wir den Selfmade Tabak. Alle mit Tobacco Grundtabak angemischt. 5% Feuchtigkeit ist auf jeden Fall gegeben. Und PX1 Tabak haben wir auch am Start. Also Tabak ist auf jeden Fall schon mal genügend da für alle Leute. Und ich denke, die meisten werden auch noch selber Tabak mitbringen. Sollte alles kein Thema sein. Hier hinten haben wir den Versandsklaven. Oder auch Kohlenaufleger. Das sind die Kohlen zum Grillen. Nicht verwechseln mit diesen Kohlen. Ja, wir grillen mit denen halt. Also genügend Kohlen sind auch schon am Start, obwohl noch kein Mensch da ist, der raucht. Aber ich denke mal, 60 Kilo Kohlen vorerst mal sollte reichen. Sehen doch gut aus, oder? Da kann man die gleich mal holen. Sehen sehr gut aus. Hier kannst du eine Schale mitnehmen, schau. Das müsste doch so eine Kohlenschale sein, oder? Und was hast du eine gekauft? Ja. Hier wurde für alles gedacht, an alles gedacht. Und das Treffen kann auf jeden Fall bald starten. Hey, kein Wunder, dass es verschenkt. Guck mal. Ja, das ist. Die haben 2 Euro gekostet. Das ist nicht der Grund. Sondern weiß er teilweise nicht schon. Die beste Soße übrigens. Achso, die verkauft sind sogar. So, jetzt kann's losgehen. So, nach und nach kommen die ersten Besucher. Ist auch schon ein bisschen was los, wenn wir hier mal kurz in die Menge reinfilmen. Also ist auf jeden Fall schon ein bisschen was los. Wir haben kurz nach 3 Uhr. Und auch schon Prominenz mit dabei mit dem Angie. Captain Blubber. Raucht heute zum ersten Mal mit der Kinimod SMS. Super, super Pfeife. Der Dominik übrigens kommt auch noch, der die Kinimod entworfen hat. Mal schauen, was er dazu sagt, wenn er sieht, dass ich die Pfeife auch mitgebracht habe. Wir freuen uns schon auf seinen Besuch. Mal schauen, wenn er eintrudelt. Hier haben wir die Weltmeister Shisha am Start. Amy World Cup. Für alle, die was Extravagantes suchen, sehr, sehr geil. Und natürlich für die Bayern-Fans, das wird jetzt wieder den meisten oder vielen nicht gefallen. Gibt es natürlich auch. Hier ist alles vertreten. Wetter spielt auch noch super mit bis jetzt. Soll erst gegen 23 Uhr leicht regnen, hat es geheißen. Wir sind gespannt. Da hinten werden die Kohlen gerade noch mal ein bisschen angefeuert. Sehr schön. Die Schlange wird immer länger. Es füllt sich. Jetzt ist offizieller Beginn eigentlich. Genau, wir haben jetzt kurz nach 3 immer noch. Und jetzt füllt sich's richtig. Die Schlange wird länger und länger. Die Leute trudeln alle ein. Hier haben wir den nächsten. Servus. Servus. Mich kennen wir nicht, aber irgendwie. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Er ist der berühmteste. Du bist Handy, oder? Fame, bitch. Den mach ich mir um den Schwanz. Schraubt ihr mal rein, dann ist noch raus. Da schleicht er sich an. So Leute, wir sitzen oder wir stehen hier gerade beim Dominik, der Mann hinter der Kinimod Shisha. Hier auch eine neue Version.
Jetzt auch mit neuen Schlauchanschlüssen, wie ihr sehen könnt. Auch speziell extra angefertigt. Das Einzige, was noch nicht original ist, ist der Kohlenteller. Aber sonst alles Kinimod. Auch hier wieder mit Schriftzug. Und das ist eigentlich die gleiche, die ich zu Hause habe. Nur eine andere Raussäule. Sonst ist alles gleich. Und hier haben wir den Dominik. Hallo. Wie lange dauert so eine Produktion circa? Hängt stark vom Glasbläser ab, circa 2 Wochen von der Bau her, die Metallteile. Also wenn man es jetzt in Auftrag gibt, 2 Wochen circa, oder? Circa, ja. Müsste zu machen sein. Okay. Aber von der Qualität kann man wirklich gar nichts sagen. V2A ist es ja, oder? Das ist V2A Edelstahl, ja. Und wie gesagt, die Bau ist immer ein Einzelstück vom Glasbläser, ja. Je nachdem, was der Kunde will. Ja. Man kann sich die Schlauchanschlüsse aussuchen, die Base, wie man sieht, die Unterschiede da eher orientalisch, da eher jetzt ein bisschen modern. Ja. Die Rauchsäule natürlich noch. Also alles nach eigenen Wünschen, ne? Nach eigener Kreation, ja, kann man so bestellen. Also am besten die Leute müssen dir eine E-Mail schreiben, ja, dann die Wünsche äußern und genau. Du versuchst es dann so umzusetzen, wie sie es wollen. Ganz genau. Zum Kohleteller muss ich noch sagen, wird sich auch in Zukunft nicht rentieren, das selber zu machen, weil, wisst ihr, so ein kostet ein paar Euro. Ja. Und das selber zum Herstellen ist immer mehr. Es ist ja nicht immer im Preis dann. Das soll auch ein bisschen leistbar sein. Ja. Von dem her, der große Kohleteller kostet, glaube ich, 7 Euro. Und selber das herzustellen wäre ein enormer Aufwand. Und also bei uns in der Arbeit wäre es gar nicht möglich, weil da brauchst du spezielle Blechmaschinen, Stanzmaschinen. Und also zu aufwendig für diesen Kohleteller. Also der Kosten-Nutzen steht nicht dafür. Also muss man ganz klar sagen. Also werden die Shishas von dir mit normalen Kohleteller... Ja, kann sich jeden Tag, natürlich kann ich es mitschicken, aber ich muss es auch bestellen. Okay. Dem ist wahrscheinlich besser, wenn jemand einen daheim hat. Oder einen Verein bestellen. Ich den Durchmesser einfach und ich kann nicht das anpassen. Also bleiben eigentlich keine Wünsche offen? Eigentlich nicht, nein. Sehr gut. Ja, also wer Interesse hat an so einer Pfeife, wie gesagt, das Review habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Ansonsten Zwenkel war es? Ja, Zwenkel. @gmx.de. Genau, dahin könnt ihr eure Wünsche und Anregungen schicken und die Pfeife ist dann in 2 bis 3 Wochen bei euch zu Hause für unter 200 Euro. Also ich danke dir für den Einblick. Ja, bitte. Und ja, wir hören auf jeden Fall voneinander. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal noch in die Runde. Mittlerweile ist es mehr als voll. Über 150 Leute sind am Start. Und ja, die Stimmung ist gelassen, locker. Jens lacht nur. Wir haben ziemlich viel Spaß, ja. Ja, ja. Auch Kaya ist mit am Start. Zu dem werden wir jetzt auch noch kurz schauen. Der Michi ist schon besoffen da hinten, oder? Am Grill. Der ist schon voll. Der Michi, den wir suchen wir jetzt einfach mal, oder? Der ist schon voll. Hier die Männer bei der Arbeit. Ja, ja, bei den Frauen, beim Nichtstun. Michi, ich vermisse den leckeren Kartoffelsalat. Der Kartoffelsalat, wir haben einen nachbestellt, aber leider kommt er nicht. Ich habe aber per Sofortüberweisung bezahlt. Ja, dann... Sie ist mit der Asche durchgebrannt. Genau. Für Kartoffelsalat. Mit der Asche oder mit der Eiche? Ja, nein, mit der Asche für Kartoffelsalat. Habt ihr auch was für Veganer? Mann, ja, hier haben wir einmal Tofu und Soja. Soja, Tofu und meistens Soja. Wir haben gar nichts anderes. Und das ist vom, wir haben kein Fleisch. Und das ist vom Schwein, das nur von. Nein, das ist Alpaka. Okay, aber das ist das vom Schwein, das nur mit Salat gefüttert wurde, oder? Nein, mit Alpakas. Ah, noch besser. Ja, die soll ja auch was Gutes essen. Genau. Ansonsten, wie ist bis jetzt so die Lage? Was sagst du zum Treffen bis jetzt? Ich mach mal einen Kameraschwenk hier, das ist super. Die Stimmung ist gut, die Leute sind toll, wir haben nur Bild für nette Götter. Leute. Ein Bild für Götter. Also wieder besser als gehofft, oder? Wie viele Leute haben wir auf dem Treffen? Ja, die Gästeliste ist fast voll. Ich hatte 185 Leute drauf und wir haben sehr wenig weiße Flecken auf der Liste. Also über 180 auf jeden Fall. Knapp 180. Schwierig zu sagen. Also sagen wir mal over 150. Ja, auf jeden Fall. Man kann es schwer einschätzen. Man sieht viele Leute natürlich, aber das einzuschätzen ist immer sehr schwer. Man sieht viele Shishas. Das stimmt, das ist heftig. Viele Kaminköpfe. Alle rauchen sie mit Kaminköpfen. Viele, ja, viele. Das stimmt. Gibt's denn den Verkauf noch? Ist noch offen. Schauen wir mal vorbei. Schauen wir den Verkauf noch an. Du hast bestimmt beste Laune für dich parat. Sehr gut. Darf man schon filmen, ja? Jens! Das Schlachtfeld. Servus. Servus. Wirklich ein Schlachtfeld. Das Schlachtfeld. Du musst das für Sauerei, du. Ja, Kruzifix. Ja, Kruzifix nochmal.
Das nennt man Arbeit. Grüß dich. Das nennt man Arbeit. Ja, hier können die Leute ganz normal einkaufen. Bis 19 Uhr, glaube ich, war es. Sonderpreise. Sonderpreise. Also, statt 5 Euro gibt es das jetzt nur für 10 Euro. Sehr gut. Nee, aber da ist alles dabei. Lässt keine Wünsche offen. Sogar die Anzünder haben sie dabei. Kauft aber keine Stufe, kein Mensch. Keiner kauft sie. Keiner kauft sie. Sogar LED. Oh. LED auch dabei. Geil. Sehr geil. 25 Euro heute. Also auf jeden Fall für jeden etwas dabei heute. Und das sind die Preise. Hier haben wir die Gewinnspiele, fürs Gewinnspiel die Preise. Die Shisha finden wir natürlich. Die schöne neue Kaya auch, sehr schönes Design, muss man sagen. Lässt auch keine Wünsche offen mit Glasaussäule. Die werden wir heute Abend zur Verlosung noch sehen. Hier haben wir die Preisliste oder die Gewinner, die sich über die Preise freuen können. Das ist eigentlich nur dein Spickzettel, damit du später das richtig vorliest. Bloß, dass ihr gleich mal seht, was es denn überhaupt gibt. Und ja, was wollt ihr mehr? Also, super. Da geht das Shisha-Herz auf. Yo. Aber sowas von. Und was sagst du, Benno, was sagst du zum aktuellen Lage vom Treffen? Bist du zufrieden momentan? Ja, es ist einiges los, die Leute haben Spaß und sie essen sehr viel. Sie essen sehr viel, ja. Die Leute essen sehr viel. Voller Erfolg, ich glaube, alle haben Spaß, allen taugt. So muss es sein. Spaß. Dann warten wir mal den weiteren Verlauf des Abends ab oder des Tages. So, stehst du? Ja. Oh, du hast gewechselt. Was geht? Ja, ja. Oder? Ich hab das nicht mal angeschaut, sondern direkt gebootet. Mein Mann. Ich hab mir auch. Das ist das Erste, was man machen muss. Mit was habt ihr Backup gemacht? Titanium? Gar nicht. Was? Backup mit Titanium? Ja. Leck mir im Arsch, gell? Er kann langsam bayerisch. Ja. Aber du hast ja jetzt kein Mut, da kannst du nicht machen. Ja. Zu den Top 3. Die Top 3 haben wir jetzt. Und zwar Platz Nummer 3 wäre
die praktische Shisha-Tasche oder die Mac, Rucksack, 4 Euro. Die Shisha Mac Deluxe, da passt auch was rein. Da kannst du reinsetzen, Saskia. Ja. So, bitteschön. Sassi, komm schon. Du Sassi, gib alles. Gib alles. Tu es. Kannst es. Tu es. Du ziehst den ersten Platz, Saskia. 322 hätten wir da. Komm, Rainer. 322. 322. Perfekt. Wunderbar. Dann kannst du die Shisha schon einpacken. Dann kommst du sicher nach Hause mit dem Teil. Ja, jetzt haben wir noch zwei Plätze zur Verfügung, und zwar einmal den hochwertigen Wagner Schlauch, die neue Ausführung. Das kommt noch. Und was ist mit dem? Das ist extra Platz. Also hier haben wir den Wagner Schlauch. Hallo? Jetzt kackt's ab. Wagner Schlauch. Du darfst einmal auswählen. Sind wir als Groß aus? Raskia! Wagner Schlauch. Made in Germany. Wo? Germany. Germany oder Ostgermany? Jetzt haben wir die 454. Wo ist denn die Eins? Komm, wo ist denn die Eins? Ach was? 454, passt. Dann viel Spaß, viel Spaß mit dem schönen Wagner-Schlauch. So, und jetzt kommen wir zum Hauptpreis, und zwar die PNX 660 mit Glasrauchsäule und 4 Schlauchanschlüssen, also alles dabei, was man gleich braucht. So, nimm mich! Zur extra lang gemischelt noch. Nimm mich! Jetzt gehen wir erstmal hier. Komm schon, du hast schon eine große. Komm schon. So, jetzt ab. Gib es. Ja, ich darf an dich. Tu es. Ich wollte nicht mal hier stehen. Mach's nicht, ich darf an dich. Saskia. Keine 4, oder? Doch. Also, wieder eine 400. Also. Wer hat überhaupt noch mehr Zahlen in 400? Ja, schon noch ein paar, oder? Ja, ja. Schiebung. Zack. Schon noch ein paar. Also. Komm schon. 6. 4. Und wer hat eine 0 dahinter? Ja. 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 Schon noch ein paar. Ja, hier. Wer hat eine 1 dahinter? Der hat Pech gehabt. Jawohl. Ja. Also, die letzte Zahl ist eine 6, also 406 Hände. Ja! Ach komm! Ja! Ach komm! Ja! Jo, passt! 406! Ja! Betrüger! Wir sind noch nicht ganz fertig. Erstmal Applaus für die ganzen Gewinne. Ja! 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 Wir wollen auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die teilgenommen haben. Das Treffen war natürlich wieder ein voller Erfolg. Und es ist immer noch saugeil hier. Wir werden jetzt weiter rauchen. Und das nächste Jahr ist auf jeden Fall schon sicher, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Angie, was sagst du dazu? Ja. Bin ich schmerzfrei, oder? Schmerzfrei. Ja. So, wir sind hier jetzt drin. Guter Schwenk, Action-Schwenk. Okay. Spielt kein Angry Birds mehr, gut. Sollen wir noch ein bisschen die Heizung anmachen, oder? Geht's? Geht, oder? Hallo, Schwester. Ja, wen haben wir denn da? Oh, der Flo ist schon da, Entschuldigung. Nein. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß es nicht. Hallo, geht's mit? Oder sollen wir noch ein bisschen die Heizung anmachen? Ich schmelze. Ja, ein bisschen zu kalt. Bin frisch, gell? Bisschen frisch, ja. Zieh dir meine Hose aus. Was? Zieh dir meine Hose aus.
Das ist der Angstschweiß. Hose auf. Das ist der Angstschweiß. Stellt mal den Kohle von deiner Anaconda. Bei mir läuft's runter. Bei mir läuft's runter. Wo? Jetzt mal den Kohleofen rein. Zoom? Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja. Bei dir läuft's, hä? Gut? Ja, ist gut. Du hast nichts drin, ne? Ne. Da kommt aber pur raus. Heute. Pur. Ja, pur. Lass das schrecken. Hast du das so aufgenommen? Ich habe ihn so vermisst.